Herzlich willkommen zu den Sonntagsgedanken heute hier aus unserer schönen Nazareth-Kirche in Twiest. Das Evangelium vom heutigen Tag, vom zweiten Sonntag nach Epiphanias, handelt von der Hochzeit zu Kana. Eine interessante Geschichte. Stellen Sie sich das mal vor, Sie hätten zu so einer Hochzeit eingeladen. Das Fest steigt, die Stimmung ist gut, die Gäste freuen sich. Da passiert es. Als Gastgeber stockt es Ihnen der Atem. Sie ziehen den letzten Korken. Der Wein ist aus. Oder hier im Emsland wahrscheinlich noch viel schlimmer, das Bierfass ist leer. Das gibt's doch nicht, denken Sie verärgert. Eine bittere Mischung aus Wut und Scham steigt in Ihnen auf. Hochzeit und kein Wein. Hochzeit und kein Wein. Auch ein wunderbares Bild für uns, vielleicht gerade jetzt. Eine Feier ohne Wein, das ist das Bild, das Symbol eines leeren, ausgetrockneten Lebens. Und wer von uns kennt diese Stimmung, kennt diese Zeiten nicht? Der Wein ist im übertragenen Sinne ausgegangen. Der Wein der Freude, der Wein des Glücks, der Wein des Vertrauens, der Wein der Liebe. Es fehlt an Geduld, es fehlt an Verständnis. Es gibt keine Kraft mehr, keine Energie, keinen Schwung, keine Fantasie und keinen Humor. Die Luft ist raus, Leerlauf auf der ganzen Linie. So sehr kann der Wein des Lebens ausgehen, dass man glaubt, es geht nicht mehr. Der Wein ist ausgegangen, heißt, auf dem Trockenen zu sitzen. Nichts mehr zu haben, worauf man anstoßen kann. Aufgebraucht, ausgelebt, am Ende finito. Ich denke, das kennen wir. Aktuell wahrscheinlich besser denn je. Sie haben keinen Wein mehr. So heißt es im Evangelium. Und wie oft gilt das auch für uns Christinnen und Christen? Auch im geistlichen Leben können die Krüge leer sein. Trockenheit, Lustlosigkeit, Müdigkeit, Glaubenszweifel. Gebet geschieht am Rande, wenn überhaupt, und Gott, ja, Gott ist manchmal gefühlt so unendlich weit weg. Und die Begeisterung des Glaubens verblasst dann ganz schnell. Auch die Freude, eine Christin, ein Christ zu sein, die ja nicht nur an kirchlichen oder biografischen Hochfesten gelebt und gefeiert werden will. Auch Menschen sind in unseren Gemeinden, wenn es denn erlaubt sind, bemüht, die Krüge zu füllen, sind unterwegs und versuchen, mit allen Mitteln Gemeinden aufzumöbeln, zeitgemäße Angebote zu machen, für alle Generationen Seelsorge zu bieten, Gottesdienste, die ansprechen, neue Strukturen zu schaffen. Am Ende kochen auch wir oft nur mit Wasser. Auch in den Gemeinden fühlen wir uns oft leer und erschöpft und ausgebrannt. Wenn die Krüge unseres Lebens nun leer sind, wenn unsere Möglichkeiten ausgeschöpft sind, was ist zu tun? Da ist Maria in der Geschichte. Sie spürt den Mangel, sie weiß, was den Menschen fehlt. Sie nimmt Anteil, sie hofft und vertraut und fordert auf zum Vertrauen. Was er euch sagt, das tut. Was sagt er? Was sagt Jesus selbst? Er sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Und ich verstehe das für uns heute so. Füllt die Krüge mit dem, was ihr habt, mit Wasser. Und Wasser steht für das ganz Alltägliche, das Nüchterne, das Glanzlose, für unser Leben. Wasser steht für das, was unser Leben weithin ausmacht und für das, worum wir uns Tag für Tag bemühen. Füllt die Krüge mit Wasser. Gebt was ihr habt, füllt die Krüge damit, nicht halb, nicht knausrig, ganz voll, bis zum Rand, sollen wir die Krüge füllen mit dem, was wir haben. Alles ihm überlassen. Unsere Grenzen, unsere Verwundungen, unsere Fehler und Schwächen, unsere Armseligkeit, unser Versagen, unsere Eifersucht, unseren Neid und unsere ungestillte Hoffnung und alle Sorgen und Ängste, wie es werden wird, füllt die Krüge mit Wasser. Vielleicht auch mit unseren Tränen,
mit unseren Enttäuschungen, mit unserer Traurigkeit, unserem Schmerz, mit dem, was uns belastet, was uns beugt und lähmt und das Leben einfach schwer macht. Füllt die Krüge bis zum Rand. Was käme da alles in Bewegung, wenn wir es machen wie die Diener von Kana und tatsächlich anfingen, die Krüge mit unserem persönlichen Wasser zu füllen? Was könnten wir alles wegschütten? Ganz einfach und doch so schwer. Füllt die Krüge mit Wasser, sagt Jesus. An anderer Stelle sagt er, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Die Hochzeit zu Kana ist ein Zeichen dafür. Damals in Kana waren es 600 Liter Wein, um die es ging, eine Riesenmenge. Selbst hier bei einer emsländischen Hochzeit. Der heilige Hieronymus wurde einmal gefragt, haben denn die Hochzeitsgäste die 600 Liter dann allein getrunken? Nein, erwidert Hieronymus, wir trinken noch heute davon. Ja, wir trinken noch heute davon. Und auch das Wunder der Verwandlung geschieht auch noch heute. Jesus will und kann das Leben verwandeln bis in den letzten dunklen Winkel hinein, wo wir uns ihm öffnen, wo wir auf ihn hören, wo wir tun, was er sagt, wo wir seinem Wort und seinem Geist Raum geben. Und dann beginnt alles in einem neuen Licht zu leuchten. Alles gewinnt eine größere Tiefe und bekommt eine neue Qualität. So, als wenn Wasser zu Wein wird. Und man schmeckt es. Dieser Wein ist besser als das fade Wasser selbstgebastelten Glücks. Seine Jünger glaubten an ihn. So heißt es am Ende dieser Erzählung. Glauben und Vertrauen, das wünsche ich uns auch, gegen jede Wirklichkeitserfahrung. Glauben, dass Gott da ist, dass er verwandeln kann und uns begleitet, nicht nur in den Hochzeiten des Lebens, sondern gerade auch jetzt zu diesen Zeiten. Bitten wir darum, dass Kana sich nicht nur in Galiläa ereignet, sondern dass es auch bei uns geschieht, heute, hier und jetzt und immer wieder, jeden Tag neu. Amen. Wir haben in Dahlem und Triest in unseren Kirchengemeinden das große Glück, eine ganz wunderbare Kirchenmusikerin zu haben, Albina Rachmanin. Sie wird uns jetzt ein Musikstück spielen und ich lade Sie und euch ein, das gerade Gesagte noch einmal gedanklich nachwirken zu lassen. Und nach dem Musikstück werde ich dann ein Gebet und eine Segensbitte sprechen.
wird das Leben zu einem Fest. Wasser wird zu Wein. Angst, Trauer und Sorge werden zur Hoffnung, Trost und Zuversicht. Was uns niederdrückt, bricht auf. Verwandle das Wasser unseres Lebens, dass unser Leben wieder zu einem Fest werde. In Jesu Namen. Amen. Und es segne, begleite und behüte euch alle, der liebende und treue Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.